Was diese fünfjährigen Steppkes hier nicht wissen: Der Einbruch in Sachsen berühmtes Schatzkammermuseum am 25. November 2019. Er gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten. Heute, nach fast 5 Jahren, liegt ein Großteil des barocken Schmuckensembles wieder da, wo er hingehört. Nämlich in den Vitrinen im historischen grünen Gewölbe. Vor 5 Jahren, das war ein wirklicher Schock. Wir haben hier gestanden und konnten das nicht fassen. Aus einem spektakulären Kunstraub ist mittlerweile ein wirklich billiger Kriminalfall geworden. Aber nur deswegen, weil Polizei und Justiz ganz beharrlich, ganz intensiv gearbeitet haben. Wir haben es jetzt gerade an den leuchtenden Kinderaugen gesehen. Dieser Schatz begeistert und es ist schön, dass wir ihn wieder haben. Man muss genau hinschauen, um es zu sehen. Keiner der Objekte wurde bis dato restauriert. Sie sind so, wie sie sichergestellt wurden, aus dem Tresor in die Vitrine gekommen. Sie sind aber immer noch Beweisstücke. Na, grundsätzlich tut es natürlich weh, dass diese Stücke nicht mehr heile sind. Das ist keine Frage. Es war uns wichtig, auch da zu zeigen, sie sind da. Sie sind zwar beschädigt, aber sie sind da. Sie funkeln auch wieder. Und das ist im Moment das Wichtigste. Und die Restaurierung hat auch noch Zeit. Der Freistaat hat seit 2019 knapp 10 Millionen Euro in die Sicherheit und in zusätzliches Personal investiert. Wir können den Einbruch nicht ungeschehen machen. Aber wir können sicherstellen, dass er so nicht noch einmal passieren kann. Auch die SKD haben dazu ihren Beitrag geleistet. Noch fehlen die wichtigsten Stücke des historisch wertvollen Schmucks von August dem Starken. Die staatlichen Kunstsammlungen und der Freistaat aber geben die Hoffnung nicht auf. Auch deshalb sucht die Polizei danach weiter.